Guten Tag, mein Name ist Joachim Mischke, ich bin beim Hamburger Abendblatt und für die Klassikberichterstattung zuständig. Es geht um eine sehr spezielle Aufnahme, um zwei Aufnahmen an für sich mit Leonard Bernstein und mit Beethovens späten Streichquartetten Opus 131 und Opus 135. Beides sehr spezielle Aufnahmen, beides sehr biografische Aufnahmen. Opus 131, das berühmte 14. Quartett mit den 7 Sätzen, hat Bernstein Ende der 30er Jahre in Boston gehört. Metropolis hat es dort dirigiert, Bernstein war hin und weg und hat später gesagt, er hätte da gelernt, was ein Dirigent macht und wie man das alles macht, hat dieses Experiment dann später mit den Wiener Philharmonikern Ende der 70er Jahre für sich wiederholt und aufgegriffen. Und natürlich hört man, dass das ein Streichquartett ist, natürlich hört man aber auch, dass es trotzdem funktioniert, weil es Bernstein ist, der davor steht mit all seiner Präsenz, mit seinem Charisma und mit den Wiener Philharmonikern vor sich wiederum, die natürlich vom Klang her und von der Durchsichtigkeit dieses Stück trotzdem in den Griff bekommen. Das Experiment funktioniert also ganz wunderbar. Bernstein hat später einmal gesagt, als man ihn fragt, was er für seine wichtigste Aufnahme hält, dass das seine wichtigste Aufnahme sei. Das finde ich sehr interessant, das ist aber auch sehr bezeichnend. Es kommt für ihn auch dazu, dass das in einer Zeit einer persönlichen Krise eingespielt wurde. Er hatte eine Lebenskrise, seine Frau war schwer krank. Er hat das Stück und diese Einspielung dieses Stücks ihr gewidmet, was er normalerweise eigentlich vermieden hat, Widmungen über Aufnahmen zu verteilen. Die Wiener Philharmoniker haben zugestimmt und man hört diesem Stück an, wie wichtig es ihm ist und wie wichtig ihm diese Aufnahme ist. Die zweite Aufnahme ist Opus 135, das 16. und letzte Streichquartett, das Beethoven vollendet hat. Bernstein hat das Stück ungefähr 10 Jahre später wieder mit den Wiener Philharmonikern aufgenommen, hat sich wieder dieser Idee gewidmet, 4 Stimmen auf einen großen Orchesterapparat zu verteilen und es so zu verstärken. Und wieder, finde ich, funktioniert es. Man hört späten Beethoven, man hört auch späten Bernstein. Er ist wenig später gestorben, ein paar Monate später. Das macht die Aufnahme auch auf eine andere Art und Weise wichtig und lebendig und gelebt und voller Erfahrung, denn es funktioniert auch hier. Es funktioniert auch hier, weil es wieder die Wiener Philharmoniker sind und weil es Bernstein ist. Also die Antworten auf die Frage, warum hat Bernstein das gemacht, sind eigentlich ganz einfach, weil er es konnte und weil er es wollte und weil man ihn gelassen hat. Und so ist eine Aufnahme entstanden, oder so sind zwei Aufnahmen entstanden, die speziell sind, die typisch Bernstein sind, die sehr untypisch für Beethoven sind, die aber nichtsdestotrotz genau deswegen einen Platz im Klassikerkatalog haben, meiner Meinung nach.